mit Sicherheit noch nicht wissen, dass es inmitten ihrer schönen Stadt durchgeführt werden soll. Beim Stachus in der Herzog-Wilhelm-Straße soll ein riesiges europäisches Islamzentrum gebaut werden. Auf 6000 Quadratmeter mit 60 Meter hohen Türmen, die höher sein sollen als die Türme der Frauenkirche, finanziert mit 30 Millionen Euro aus dem Terror unterstützenden Arabischen Emirat Katar. Dieses Arabische Emirat, und er lacht sich da kaputt bei dem Stichwort Al-Qaida, Taliban und Hamas. Wie kann man so blöd sein und bei diesen Terrorbanden, die in Menschenverachtung andere töten, wenn die Bomben bei euch explodieren, dann lacht ihr nicht mehr so blöd. Ja? Und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ein guter Freund von mir, gleichzeitig Arbeitgeber, Chef des Bayern-Journals, Vizepräsident des TSV 1860 München und Schatzmeister der Münchner CSU, Ralf Burkay, wurde in Bombay im November 2008 getötet von 10 pakistanischen Moslems, die mit Koranversen gedrillt, nach dem Motto, tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet, 174 Menschen in Bombay getötet haben. Und Sie wissen, das ist kein Einzelfall, das ereignet sich täglich. Täglich wird irgendwo in der islamischen Welt irgendwo ein Christ oder Hindu oder Buddhist oder sonstiger Nicht-Moslem getötet, in die Luft gesprengt und alles. Wir wissen das, wir sehen es in den Nachrichten. Wir müssen jetzt endlich einmal den Mund aufmachen, die Augen aufmachen und die Probleme ansprechen. Schau, wir sagen, wir möchten einen demokratischen Volksentscheid über dieses Wahnsinnsprojekt bei Münchner Stachus. Wir wollen, dass die Münchner Bürger selber die Möglichkeit bekommen, zu entscheiden. Wollen wir eine terrorfinanzierte Riesenmoschee, gebaut und betrieben von einem verfassungsschutzüberwachten Imam, oder wollen wir das nicht? Das ist wahre Demokratie. Demokratie heißt Herrschaft des Volkes. Und Sie haben es alle in Ihrer Hand. Wenn Sie jetzt vorbeigehen, dann nehmen Sie Ihr Recht nicht wahr. Wenn Sie zu uns kommen, dann nehmen Sie Ihr demokratisches Recht wahr und dann erlauben Sie, nein, ich halte nicht mein Maul, schon gar nicht, wenn so jemand wie du möchte, ja? Schleich dich, ja, diese ganzen Linksfaschisten, da hinten die Faust, wir wissen so, von welcher Sorte ihr seid, Linksfaschisten, Unterdrücker der Meinungsfreiheit, Unterdrücker der Demokratie. Wir haben eure Kollegen gerade eben schon gehabt hier, sie sind einer Frau ins Kreuz gesprungen, sie haben den Standort umgeschmissen. Wir werden unsere Demokratie vor euch Extremisten bewahren und vor den anderen Extremisten von der rechten Seite, kein Deut besser. Das eine sind die nationalen Sozialisten. Passt auf den da hier. Passt auf den da. Ja? Passt auf den da. Schwarze Brille, alles klar. Ja? So. Wir sind die Guten. Wir sind die Bürgerrechtspartei Die Freiheit. Wir haben die Weiße Rose wieder gegründet, zusammen mit der besten Freundin von Sophie Scholl, um dieses Land zu verteidigen von diesen Extremisten von links, von den Extremisten von rechts und von islamischen Fundamentalisten. Und wir sagen eines, liebe Münchnerinnen und Münchner, du bist ja sowas von bescheuert, hast eben gehört. Wir haben die Weiße Rose wieder gegründet mit dem letzten noch lebenden Mitglied der Weißen Rose. Vielleicht weißt du nicht, was die Weiße Rose ist. Die haben gegen die Nazis gekämpft, ja? Historischer Nachhilfeunterricht. Dann wirst du nicht so bescheuert rumlernen. Also, wir sind aus der Mitte der Gesellschaft, wir sind die Guten. Mein Name ist Michael Stürzenberger. Ich war Pressesprecher der Münchner CSU. Ich habe diese Partei aus vollem Bewusstsein verlassen, weil die Münchner CSU hier im Prinzip Volksverrat betreibt, weil sie auch dieses riesige Islamzentrum beim Stachus befürwortet, in Kenntnis all der brandgefährlichen Fakten. Und sie befürworten es, weil sie sagen, wir haben bereits 100.000 Moslems in München, Tendenz rasch wachsen, wir brauchen deren Wählerstimmen. Das ist, ich sage es ganz offen, Volksverrat. Denn die Münchner CSU interessiert es überhaupt nicht, dass dieser terrorunterstützende arabische Staat Katar, der Terrorbanden wie Al-Qaida, Taliban und Hamas unterstützt, dieses Zentrum beim Stachus mit 30 Millionen Euro finanziert. Und der CSU ist auch völlig wurscht, dass der Imam vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Wir wollen das los, heute
Faschisten unterwegs, und zwar die Linksfaschisten, die Feinde der Demokratie, die Feinde der Meinungsfreiheit. Und wir werden sehen, diese Linksfaschisten, die das eine Seite mit islamischen Fundamentalisten bei Feinde unsere Demokratie abschaffen wollen, bei Feinde trauen sollen, das ist nicht in unserem Sinne. So, liebe Münchnerinnen und Münchner, terrorfinanzierten Moschee beim Stachus. Wenn Sie auch der Meinung sind, dass Al-Qaida, Taliban und Hamas nicht gut ist für unsere Stadt. Wenn Sie auch der Meinung sind, dass eine bosnische Terrorgruppe nicht gut für unsere Stadt ist, dann kommen Sie zu uns, liebe Münchnerinnen und Münchner. Wir sind die Guten. Wir möchten einen Volksentscheid. Wir möchten nicht, dass in München ein riesiges Islamzentrum gebaut wird, in dem dann der Geist von Al-Qaida, Taliban und Hamas einen Stützpunkt bekommt. Wir wollen nicht, dass ein Imam, der zu Recht vom Verfassungsschutz beobachtet wird, über den unser bayerischer Innenminister sagt, dass er lügt, der an einem islamistischen französischen Institut seine Ausbildung genossen hat, dessen Motto ist, der Heilige Krieg ist unser Weg und der Tod im Namen Gottes ist die höchste Erfüllung. Wir wollen nicht, dass ein solcher Imam in diesem Zentrum, in einer Akademie, auch noch weitere Imame ausbildet. Ja, schade, dass die Freiwillig gehen. Ja? So, wir wollen nicht, dass die Feinde der Demokratie in München einen Stützpunkt bekommen. Und deswegen brauchen wir Ihre Unterstützung, liebe Münchnerinnen und Münchner. Wir brauchen Ihre Unterschrift unter unser Bürgerbegehren. Sobald wir 30.000 Unterschriften haben, gibt es einen Volksentscheid. Und dieser Volksentscheid wird kommen. Glauben Sie uns, wir haben bereits die Hälfte der Unterschriften geschafft, 15.000. Und heute sind bereits 500 dazugekommen. Und wenn Sie auch Rückgrat haben, Zivilcourage, Mut und sich nicht einschüchtern lassen von den Deppen da hinten, von den Linksfaschisten, die Zustände wollen wie der DDR und wie Nordkorea und der früheren Sowjetunion. Ich will sagen, euch Linksfaschisten kann sagen, genauso wie den Rechtsfaschisten, $400 Millionen in die Hand gedrückt hat. Wir haben es alle in den Nachrichten gesehen. Es kam in der ARD-Tagesschau, es kam im Heute-Journal. Wir haben es alle gesehen und wir wollen nicht, dass dieser Geist der Hamas die Israelis tötet und die Zivilisten tötet, Kinder tötet und in ihrem politischen Programm drinstehen hat. Jeder Baum wird sagen, hinter mir steht ein Jude, komm und töte ihn. Das steht im politischen Programm der Hamas. Jeder Mensch, der einigermaßen Sinn für Recht und Unrecht hat, der einigermaßen den Schutz unserer israelischen Brüder und Schwestern im Sinn hat, der muss sagen, wir können nicht ein Islamzentrum dulden am Stachus, das von einem judenhassenden arabischen Emir finanziert wird, der auch noch Al-Qaida, Taliban und Hamas unterstützt. Freunde, glauben Sie uns, wir stehen hier aus gutem Grund. Glauben Sie uns, heute ist zwar ein Samstag, der scheinbar friedlich ist, aber wir sehen es schon da oben, da sind die Feinde der Demokratie, die Feinde der Meinungsfreiheit, da oben sind Linksfaschisten, die Demokratie abschaffen wollen. Und wir stehen hier, weil wir dafür werben, dass es einen Bürgerentscheid in München gibt. Da kann niemand etwas dagegen haben, wenn er weiß, um was es geht. Hören Sie gut zu, liebe Münchnerinnen und Münchner. Beim Stachus soll ein riesiges europäisches Islamzentrum gebaut werden, finanziert von einem terrorunterstützenden arabischen Staat namens Katar. Hören Sie gut zu, islamische Terrorbanden wie Al-Qaida, wie Taliban und wie Hamas massiv unterstützt. Hören Sie gut zu, ein Ex-Muslim aus Syrien, der lebt bei uns in Deutschland, Nassim Ben Imam. Er kam als 16-Jähriger nach München, nach Deutschland und er war erschüttert darüber,
dass hier in Deutschland so eine freie Gesellschaft ist, dass Frauen mit Miniröcken rumlaufen. Und er wollte Terrorist werden. Er wollte einen Terroranschlag machen. Aber er hatte Glück, er kam mit dem Christentum in Kontakt, er hat die Bibel gelesen, jetzt ist er Christ, Nassim Ben Iman. Und er sagt etwas, was ich mich nie zu sagen trauen würde, weil dann würde ich wahrscheinlich abgeführt werden. Aber ein syrischer Mitbürger in Deutschland darf es sagen. Er sagt, jeder Moslem, der den Koran als das heilige Wort Allahs ansieht, ist ein potenzieller Terrorist. Zitat Ende. Und damit hat er recht, weil im Koran ist auf jeder Seite das Kämpfen und das Töten für Allah in Befehlsform gefordert. Leute, wacht auf! Wacht auf und sagt, ihr seid nicht damit einverstanden, dass hier eine totalitäre Ideologie im Schutze einer Religion daherkommt und hier das Kämpfen